Wer ist da? Ich grüße euch. Es gab einen Hinterhalt. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir haben hier Verwundete. Öffnet das Tor. Möge Gott mit uns sein. Heia! Na los! Vorwärts! Herrin Stephanie, es ist nicht klug, wenn wir... Herrin? Schneller, Männer! Reitet schneller! Meine Männer sind schwer verwundet. Ohne Versorgung werden sie den morgigen Tag nicht erleben. Feuer! Feuer! Sei unbesorgt, wir kümmern uns um sie. Herrin, ich spreche euch meinen aufrichtigen Dank aus. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Jeder Christ sollte seinem Nächsten in der Stunde der Not zu Hilfe eilen. Wohl wahr. Ganz besonders zu dieser Zeit, in der Verrat und Täuschung allgegenwärtig sind. Macht schon, Männer! Wenn der Teufel in den Schatten lauert. Kommt schon! Man sich fürchten muss, Gäste in sein Haus zu lassen. Gib das Zeichen! Jawohl, Herr! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal haben wir Vranik angegriffen mit unserer gesamten Armee und haben dann gehört, dass ja die ganze Armee von denen schon abgezogen worden ist. Wer ist denn hier eigentlich mein Gegner? Ach, der da. Dass die ganze Armee der Banditen abgezogen worden ist und dass die in Wirklichkeit Angriff auf Thalmberg gemacht haben. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Tor geöffnet kriegen, hinter das Herr Ratzig ja jetzt schon geritten ist. Oh, hallo, wo kommst du denn her? Ist mir eigentlich auch egal, ich mach dich einfach fertig. So, sehr schön. Ja, weiter geht's. So, ich kümmere mich um den, kümmert ihr euch mal ums Tor. Ihr wisst, wie ihr das öffnet am besten. Okay, vielleicht kümmere ich mich jetzt erstmal um ihn hier. Alter. Gar nicht so einfach, wenn die sich auf den anderen konzentrieren und dann einfach an mir vorbeilaufen. So. Und los. Tor auf. Dann kann erstmal der Rest der Armee rein. Ich glaube, das ist ja hier das Vordertor. Das ist ja noch nicht mal das Tor, was uns eigentlich aufhält. Ach da. Komm raus, du Ratte! Komm raus und kämpfe wie ein Mann! Nein, lieber nicht. Hier gefällt es mir viel besser. Du versteckst dich wohl lieber hinter meiner Frau wie ein räudiger Köter. Ich könnte ihr auch einfach die Kehle durchschneiden. Ich habe genug Geiseln und dicke Mauern, die mich beschützen.
Bringt ihn her! Ratzig? Was verlangst du, du Schlange? Mal sehen. Eigentlich verlange ich gar nichts von euch. Außer vielleicht, dass ihr alle sterbt. Feuer! Brennt alles nieder! Gott, geht es dir gut? Ich werd's überleben. Aber das Schwert werde ich wohl eine Weile nicht mehr schwingen können. Oh, keine Sorge, Schwertkämpfer haben wir genug. Ein guter Herr ist da schon seltener. Wie zur Hölle haben sie Ratzig erwischt? Ich kam nicht mal bis zum Tor. Er kämpfte gegen die Verstärkung, die aus der Burg kam. Wir müssen Herrn mein Vater irgendwie retten. Genau wie auch meine Gattin. Und unser Zuhause. Mein Freund, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir sie belagern müssen. Nein. Nein, das wäre erst der letzte Ausweg. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Herr, wenn ein paar Männer nachts die westliche Mauer erklimmen könnten, gelingt es ihnen vielleicht, die Geiseln zu befreien und das Tor zu öffnen. Aber auch nur, sofern sie sie im Hof gefangen halten, wie wir es immer taten. Das ist sehr riskant. Was, wenn sie gesehen werden oder das Fallgatter nicht leise öffnen können? Herr Hanusch, wenn wir auch nur eine Geisel befreien können. Ein gefährliches Unterfangen. Wen würdest du schicken? Ich gehe. Dann machen wir uns bereit. Na, schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. So gut bin ich ja nun auch nicht im Schleichen. Na, gucken wir mal. Hauptsache, ich krieg... Ja gut, wer bezahlt mich eigentlich? Naja, auch nicht so wichtig. Okay. Roba? Ich bereite mich besser auf den nächtlichen Überfall vor. Leichte, dunkle Kleidung wäre am besten. Ja. Ich glaube, was essen müsste ich auch mal langsam. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das machen wir als erstes mal. Ein Happen essen. Und dann legen wir natürlich das an. Das ist auf jeden Fall besser. Dann das aus, aus, aus. Das lassen wir an. Das aus. Die Jagdhandschuhe sind auf jeden Fall besser. Das natürlich aus. Ist das besser? Ah ja, das macht es sogar noch ein bisschen besser. Die losen Beinlinge sind noch ein ganz klein bisschen besser. Ich meine, das Schwert ist auch so eine Sache, ob das sich lohnt. Weiß ich jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Warte mal, Sichtbarkeit sind die grünen Beinlinge besser, okay. Warum mir dann gerade bei den losen Beinlingen das angezeigt wurde, dass die einen Vorteil bringen? Okay, wahrscheinlich hatte ich noch was anderes an. Okay, das sollte passen. Wir haben jetzt Sichtbarkeit 18, das ist in Ordnung. Und Geräusche 4, das passt eigentlich auch ganz gut. Ich meine, ich müsste dieses Zeug nochmal sauber machen und reparieren, aber dafür haben wir jetzt, glaube ich, keine Zeit. Ja, du legst dich erstmal pennen, das ist eine gute Idee. Du hattest recht. Wegen des Steinbruchs? Wie ging es aus? Wir haben das Wirtshaus auf den Kopf gestellt und etwas im Keller entdeckt. Die Säcke, mit denen wir das Geld für die Steinhauer transportieren. Was? Hä? Ich hab dem doch gar nichts über das Wirtshaus gesagt. Ich glaube, das ist eigentlich eine Info, die... Also, das ist eigentlich ein Dialogoption. Woher das kommt, kann ich mal ganz kurz erklären. Also, ich glaube, woher das gerade kam, das war jetzt wohl leider ein kleiner Bug. Ihr erinnert euch doch noch an die Quest, als uns unsere Freunde Fritz und Matthäus gefragt haben, ob wir beim Überfall auf den Steinbruch helfen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man, anstatt ihnen zu helfen,
oder sie einfach quasi reinrennen zu lassen, dass man auch den Wirt quasi, dass man die ganze Schuld auf den Wirt über oder schiebt. Und zwar gibt man dann, glaube ich, Robert irgendwie einen Hinweis, dass er sich mal in dem Wirtshaus umgucken soll und vorher platziert man da eben irgendein Beweisstück. Das haben wir ja aber eigentlich gar nicht gemacht, deswegen verstehe ich nicht, was es damit jetzt auf sich hatte. So, ja, dieser Trophäen übergeben? Achso, weil ich Jägermeister bin, oder? Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte, dunkle Kleidung. Ja, hab ich doch. Lass alles hier, was du nicht brauchst. Ich will nicht, dass du in Plattenrüstung ein Radau veranstaltest. Naja, ich weiß, wie das funktioniert, Kollege. Ja, ich bin bereit. Sieh mich an. Mach's gut. Ja, ciao. Wenn irgendjemand Zweifel hat, so hat er jetzt die Gelegenheit zu sprechen. Nun gut. Ich hoffe, ihr wisst alle, was wir zu tun haben. Wir müssen die Geiseln befreien, um Toss seines Vorteils zu berauben. Sie werden sicher irgendwo sein, wo sie bewacht werden können und trotzdem von den Truppen getrennt sind. Und wo könnte das sein? Wir hielten unsere Gefangenen stets im Haus auf dem Vorplatz bei den Ställen. Was, wenn sie im Turm sind oder irgendwo anders? Dann werden wir uns zum Tor begeben und es öffnen müssen. Das braucht Zeit und erregt Aufmerksamkeit, weshalb wir es nur tun sollten, wenn wir genau wissen, wie die Dinge stehen. Und wenn sie Alarm schlagen, bevor wir etwas tun können, machen wir uns sofort aus dem Staub. Verstanden? Und die Geiseln? Besser ein paar Geiseln als ein Berg aus Leichen. Herr Capon, bist du sicher, dass du an dieser Sache teilnehmen willst? Ja. Es kann ja nicht schwieriger sein, als sich jede Nacht aus der oberen Burg Ratais hinaus und wieder hineinzuschleichen. Außerdem, wer hält diesen Hitzkopf sonst davon ab, einen Aufruhr zu veranstalten? Nun, dann zeig, was du kannst, Herr. Möge Gott unsere Schritte leiten. Wie wir das gleiche Outfit haben. Und was ist mit diesem einen Typen da? Habt ihr das gesehen? Dieser eine weißhaarige Typ mit seinen zwei Schwertern auf dem Rücken? Was sollte das denn? Ich weiß nicht, ob das ein Gag war oder... Aber okay. Das passt jetzt eigentlich nicht zu der Situation, aber gut. Das war mir nur gerade aufgefallen. Er hatte weiße Haare und zwei Schwerter auf dem Rücken. Das wird etwas. Jahrelang wird man sich Geschichten darüber erzählen. Wir werden zu Legenden. Meinst du? Ja, genau. Also wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir die Angeschmierten. Genauso läuft das. So, dass der Herr Hans jetzt hier mitkommt, finde ich sehr interessant. Dass die Leute wirklich glauben, dass er der perfekte Typ dafür ist. Gut, das sehe ich jetzt noch nicht so, aber von mir aus machen wir das halt. Alles klar. Hauptsache, wir sind im Partnerlook. Worauf warten Sie denn? Schnell, verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinn. Ja, worauf warten Sie wohl? Dass Sie nicht gesehen werden, Heinrich? Was sind das für eine dumme Frage, ganz Scheiß ehrlich? Aufs Warten. Ich erklimme die Mauer. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Was, ich will nicht Herrn Hans heimlich töten. Das ist jetzt nicht, was ich wollte. Kann ich jetzt auch? Achso, ich muss erst den anderen Typen durchlassen. Hier in der Nacht. Ansonsten sehe ich hier auch keinen. Okay, jetzt kann ich hoch. Dass die Leiter, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die so safe annehmen, dass diese Leiter hält. Also ich hätte da ja Schiss, dass die gleich umfliegt, um ehrlich zu sein. Sieht nicht so sonderlich stabil aus. Na gut, die Leute wissen wahrscheinlich eher, was sie tun, ne? Als ich. So. Zieh seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Was? Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Ja, klar. Lass irgendjemand vorschlagen. Ich glaube, das mit den Rüstungen funktioniert nicht. Habe ich im letzten Lager schon probiert. Aber na gut. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Okay, zwei Leute sollen da noch sein. Dann ganz vorsichtig. Ich sehe die Lichter. Da ist einer. Okay, ich würde erstmal gern den zweiten sehen. Wo ist der zweite? Da. Okay, jetzt ist die Frage, bist du eigentlich da, Hans? Ah ja. Okay, und du bist auch da. Wer auch immer du bist. Okay.
Okay, der da bewegt sich scheinbar. Dann erledige ich den mal zuerst. Und zack. Ganz ruhig, mein Kleiner. Zack. Und jetzt du, mein Freund. Ihr seid ganz tolle Wachen. Ist er das? Sehr schön. Perfekt, ich hab's geschafft. Wo sind denn die? Wie sind denn die schon an mir vorbeigekommen? Zuerst müssen wir die Geiseln finden. Ja, ja. Danach kümmern wir uns um den Rest. Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Wir sollen das Tor erst aufmachen, wenn wir die Geiseln haben. Ist mir schon klar, Hans. Deswegen hatte ich mich gewundert, warum du da drin sitzt. Ruhig. Wir sind fast da. Ich bin immer ruhig. Das jetzt so kurz vorm Ziel nicht versauen. Kauerndes Chamäleon. Okay. Vorsicht. Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Ja, ist mir klar. Shit, da kommt einer. Schön hier hinter verstecken. Ich sehe ja das Licht zumindest. Sobald er sich umdreht, sollte es ja dunkler werden. Also ich glaube, Hans sieht da auch mehr. Jetzt wäre es halt schön, wenn man hier so ein bisschen hinter der Mauer hervorgucken könnte. Das wäre jetzt echt nett. Ich habe jetzt Angst, mich einen Ticken nach links zu bewegen. Ich warte einfach, bis das Licht schwächer wird. Oder ich warte, bis Hans einfach losgeht. Ah, okay, perfekt. Ich bleib mal hinter dem. Der scheint den Plan zu haben. Ich meine, im Endeffekt ist auch egal. Wenn einer von uns erwischt wird, ist sowieso geschehen. Das heißt, ich kann auch einfach bei Hans bleiben. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das da mein Pferd? Ist auch egal. Ganz vorsichtig, wo willst du hin, Kollege? Ah, hier erstmal in der Ecke verstecken. Okay. Ah, wir warten auf die Wache, dass sie wieder zurückkehrt. Kauerndes Chamäleon. So. Geduld. Ja, ja, ich... Er ist am Zug. Ich warte ja. Ich meine, ich... Wie gesagt, ich vertraue jetzt einfach mal Herrn Hans. Herrgott, beweg deinen Arsch, verdammt. Wo kommt der denn jetzt her? Und bleib mal ruhig. Gleich geht's los. Bleib ruhig. Da oben ist auch noch einer. Oh shit, hier links ist einer. Wir müssen warten, bis der hier links sich umgedreht hat wieder. Ja, okay. Jetzt perfekt. Was? Schneller, schneller, schneller. Bevor der sich da umdreht. Nicht zu langsam. Ich meine, schleichen ist gut. Aber bitte nicht zu langsam, Hans. Wir wissen nicht, wann der Typ zurückkommt. Komm schon, komm schon. So. Okay, wir können die Tür einfach öffnen. Das ist schon mal sehr gut. So, sind hier die? Da sind auf jeden Fall Leute. Bist du da? Was machst du? Okay, ich rede einfach mal mit denen. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Verdammt. Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Alles Gute. Na, ganz großes Kino. Und was jetzt? Und was jetzt? Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Ja, ich meine, eigentlich müssen wir es schon, sonst ist die ganze Aktion für'n Arsch gewesen. Auf der anderen Seite, wir haben halt null, also Ich habe halt so ungefähr das Layout von dem Ding im Kopf, aber das wird niemals reichen. Ich meine, ich habe einen Dolch, aber ob wir die alle befreit kriegen, es ist wahrscheinlich zu gefährlich, ne? Befreien wir lieber die wir haben. Mist! Na gut, hier können wir nichts mehr ausrichten. Wir müssen
draußen etwas anderes versuchen. Dann komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Ja, ich glaube, das ist jetzt das wenigste Schlimme. Ja, verdammt, jetzt brauche ich auch nicht mal flüstern. Jetzt haben sie uns eh bemerkt. Shit. Oh, verflucht. Ich muss ihn herausschaffen. Sofort. Könntest du bitte schnell etwas unternehmen? Ja, komm. Raus hier. Ah, Mist. Du bist zu schwer. Ich bin überlastet. Du bist zu schwer. Wer kämpft denn da eigentlich? Haben wir das Tor aufgemacht? Nee, haben wir doch gar nicht. Wer kämpft denn da eigentlich? Ja, wahrscheinlich irgendwelche anderen Männer, die wir mit reingebracht haben. Können wir das Tor noch irgendwie aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade Hans auf dem Rücken. Ich hoffe mal, dass unsere Leute das Tor vielleicht aufmachen. Wir sind eh bemerkt, es ist eh egal. Selbst wenn wir das Tor jetzt aufmachen, bringt es halt, glaube ich, nichts. Das ist nicht gerade komfortabel. Ich weiß. Könntest du vorsichtiger sein? Mein Arsch bringt mich um. So, ich bin ja schon da. Wenn du dich nicht sputest, stechen sie dir direkt unter meiner... Das hat ja nicht so gut geklappt. War nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Naja, aber der gleiche Plan wird nicht nochmal funktionieren, ne? Seien wir mal ehrlich. Das heißt, das haben wir leider verballert. Jetzt brauchen wir einen anderen Plan. Verdammt, noch eins. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Talmberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Pfeffer? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Divisch? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagtest du Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Talmberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich dir, mein Herr. Ich, habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Muss mal ganz ehrlich sagen, sind uns dann die Geiseln jetzt egal oder wie? Wenn wir jetzt einfach so ganz offene Belagerung starten, ist ja der, ich meine, dann wird er ja die Geiseln wahrscheinlich umbringen, ne? Das ist ja der ganze Sinn dahinter. Vor allem, wenn er sieht, dass wir einen fetten Tribok bauen. Also sind uns die Geiseln jetzt, also was heißt egal, aber wir haben halt keine andere Möglichkeit, so wie ich das verstehe. Ist ein bisschen, ich weiß auch nicht ganz,
hätten wir, wenn wir einfach, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, ich meine, klar, wir wollten die Geiseln befreien. Na gut, okay. Unser Ziel war, die Geiseln zu befreien, klar. Unser Ziel war, die Geiseln zu befreien und dementsprechend wollten wir das Tor nicht öffnen, weil dann die Geiseln in Gefahr gebracht werden könnten. Ich dachte bloß, wenn wir das Tor halt geöffnet hätten, wäre vielleicht ganz klug gewesen, weil dann hätten wir einfach, ja, dann hätten wir einfach einmarschieren können, wenn wir jetzt sowieso belagern, aber wir wollten ja eigentlich die Geiseln befreien. Ja, ergibt schon irgendwie Sinn. Okay, dann bin ich erstmal wieder angezogen. Dann brauche ich was zu essen, ist die große... warte mal, erstmal. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe Vitalitätenbonus gekriegt. Marathonläufe. Ah, warte mal, das sind diese Sachen. Mit letzter Kraft. Du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer und obendrein regeneriert sich deine Gesundheit um 20%. Das ist doch geil. Ach, wisst ihr was, das nehmen wir. Mit letzter Kraft ist immer gut. Und einmal Heimlichkeit noch. Hundefreund. Auch deine Attacken von hinten werden um ein Drittel stärker. Auch du, Brutus. Sehr schön. Ach, wisst ihr was, nehmen wir das. Ich habe zwar das Gefühl, beim Dolch ist es egal, wie viel Kraft man hat, aber wahrscheinlich... Die stehen da ineinander wieder, sehr schön. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich Essen brauche. Warum ist denn jetzt immer der Kodex automatisch geöffnet, ganz ehrlich? Essen brauche ich noch nicht. Okay, dann Robert. Ich würde gern mit dir reden. Herr Robert. Alter. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich wollte mit Herrn Robert reden. Möge Gott mit dir sein. Wo ist denn jetzt Robert? Ah, ihr seid immer noch. Come on. Ah, jetzt, perfekt. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Pfeiffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Naja, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt... Wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Das stimmt wahrscheinlich. Hast du noch irgendwas zu tun? Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divish sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Ja gut, das schaffen wir schon, oder? Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Ja gut, okay. Du glaubst also, dass Sigismund tatsächlich nochmal hier anmarschiert? Warum? Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Na gut, okay. Aber wie kommen wir am Tor, oder wie können wir das Tor quasi überwinden? Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ishtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau.
Na gut, okay. Und wo sollten wir am besten mit dem Triborg hinzielen? Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Ist die Seite nicht scheißegal, weil von der einen Seite kommen wir so... Von zwei Seiten kommen wir doch eh nicht ran, weil da eine Klippe ist, oder nicht? Ist das nicht das Tolle an dieser Burg? Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Mag sein. Na gut, soll ich irgendwas tun? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Okay, das kann ich auf jeden Fall mal tun. Ich krieg wahrscheinlich wieder alle Aufgaben so zu tun. Achso, der Pfeiffer steht immer noch in ihm drin. So, wir sollen natürlich mit den anderen Leuten noch sprechen, aber ich probiere es erstmal bei Pfeiffer. So, und zwar, wie kriegst du das mit dem Triborg hin? Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Triborg bauen. Ganz recht. Einen Triborg, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Das weiß ich schon über Kriegsgerät. Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Okay, und wer ist das genau? Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Na gut, und mit Sigismund? Ja, erstmal nach Sigismund fragen. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Okay, was? Konrad hat dem Sigismund die Schuld an der Schlacht gegeben? Oder wie hat er das denn? Also ist er zu ihm hingegangen, du bist schuld, dass wir die Schlacht verloren haben? Oder wie kommt er dazu? Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur geht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Na gut, okay. Und warum ist er jetzt gerade hier? Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Ach Gott, schon wieder das Kloster. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Schon wieder dieses Kloster. Und was soll ich machen? Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun... Nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Na gut, okay, ich schau mal. Aber ohne ihn geht gar nichts, oder wie? Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Triborg nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Triborg gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Ja, okay, dann sollte ich vielleicht jemanden besorgen, ne? Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Triborg doch noch. Möge Gott mit. Ja, gucken wir mal. Darum sollten wir uns wahrscheinlich als erstes kümmern, aber wir können ja trotzdem mal die anderen fragen, was die noch so für Aufgaben für uns haben. Was ist das denn da für eine? Ach so, okay, warum ist die blau? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, warum die blau ist, weiß ich jetzt nicht, aber hey. So, wir können ja mal ganz kurz noch, bevor wir zum Kloster gehen, zumindest mal in den anderen Teilen des Lagers gucken. Die sind, glaube ich, alle... Was ist das da für jemand? Ah, da ist... Herr Divish ist irgendwo da, okay. Wir gehen erstmal zum Steinbruch und dann können wir ja noch zu Herrn Divish gehen. Ja, da die Burg Tallenberg, da kommen wir jetzt noch nicht ganz so leicht ran. Ja, wie gesagt, von den anderen Seiten wird doch sowieso ein Angriff ziemlich sinnlos, da so ein fetter... Ja, da eine fette Klippe ist, oder? Ich meine, von hier ging es noch, aber von der Stadtseite aus ist ja schon fast nicht... Na, selbst von hier ist eigentlich schon fast nicht richtig machbar. Das ist ja das Tolle an dieser Burg, dass die da an so einer Klippe gebaut worden ist, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, lasst mal hören, was braucht ihr noch hier? Schauen wir mal und dann können wir vielleicht noch die ersten Kleinigkeiten schon mal erledigen. Der pennt natürlich erstmal wieder. Ach komm, warum pennen die denn immer, die Leute, ey?
Na gut, es war eine lange Nacht. Ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. So, wer ist hier? Ah, du bist der Quartiermeister neben Herrn Hanusch. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja, das hoffe ich auch. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können, kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Na gut, ich schau mal. Ich behalte es im Hinterkopf. Ich schau mal. Ich habe Fleisch dabei? Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Oh, 3 von 2. Und, ich habe getrocknete Forellen und getrocknetes Rehfleisch. Ach komm, hier, nimm das Zeug. Ich brauch's eh nicht. Wo habe ich denn das eigentlich her? Was soll das? Du sagtest, du bringst uns Fleisch. Ja, aber nicht 200 Stück. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Ach, klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Ja, gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall bei den Wirtshäusern nachfragen. Ganz ehrlich, die Sache mit dem Fleisch werde ich nicht erledigen, weil das ist so eine Endlos-Quest, die kann man immer und immer wieder machen. Sprich, wenn man 200 Fleisch angebracht hat, sagt er, ja, das ist toll, dass du es gemacht hast, jetzt tu das Ganze nochmal. Ich weiß nicht, wie lange man das weiterführen kann. Ich vermute, dass es deswegen ist, dass man halt eine Möglichkeit hat, theoretisch an Geld zu kommen, falls man es noch irgendwie braucht, weil man wird immer dafür belohnt. Das ist halt im Endeffekt eine Endlos-Quest. Kann ich mit dir noch reden eigentlich, wenn ich schon mal hier bin? Deswegen. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Deswegen ist das tatsächlich nichts, was ich unbedingt machen würde, jetzt, um ehrlich zu sein. Wie geht es dir, Herr? Wie wohl? Dieser Hund bringt mein Blut zum Kochen. Wenn ich ihn in die Finger bekomme, reiße ich ihm sein schwarzes Herz heraus. Nur ist es leider meine Aufgabe, die westliche Seite und den Steinbruch zu bewachen. Doch nichts passiert hier, verflucht. Zumindest bist du außerhalb der Reichweite ihrer Bogenschützen. Wohl wahr, aber das ist nur ein schwacher Trost. Wenn die Männer nicht bald zu tun haben, werde ich sie in den Steinbruch schicken müssen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Okay, hast du noch irgendwie eine Idee? Ich meine, er kann zwar nicht lesen, aber er könnte ja trotzdem taktisch recht klug sein, ne? Wie wird die Belagerung wohl enden, Herr? Besser als sie begonnen hat, hoffe ich. Zuerst verloren wir deinen Herrn und Vater und dann schlug unser nächtlicher Sturmlauf fehl. Ich bedauere, dass er kein Erfolg war. Dann wäre alles schon vorbei. Zumindest schafften wir es lebend raus. Wenn ihr beiden zurückgeblieben wärt, hätte Istvan jetzt 2 weitere Geiseln. Beten wir, dass uns das Glück hold sein wird. Der Tribok bereitet mir Kopfschmerzen. Ich habe nicht viel Erfahrung mit solchem Kriegsgerät. Selbst wenn wir Toss verjagen können, bleibt vielleicht nicht viel von der Burg übrig. Ja, das hatten wir ja schon geklärt, ne? Herr Hanusch, glaubst du, Herr Ratzig ist wohl auf? Keine Sorge. Lebend nützt der Toss mehr. Also ist er derzeit nicht in Gefahr. Derzeit. Ratzig ist jemand, der gut auf sich selbst aufpassen kann. Ich mache mir eher Sorgen um Herrin Stephanie. Es wäre schrecklich, wenn ihr etwas widerführe. Ja, bei der haben wir ja auch so ein gewisses Interesse daran, dass sie vielleicht überlebt. Es war mir eine Freude, Herr Hanusch. Gleichfalls, Heinrich. Mach's gut. Gut, dann können wir mal noch gucken, ist er inzwischen wach? Wie spät ist es denn, dass der noch nicht wach ist? Na gut, es ist noch nicht mal 7. Naja, trotzdem. Ich meine, bei ihm können wir später nochmal vorbeischneiden. Wie gesagt, die Jagdgeschichte werde ich jetzt nicht mehr zwingend machen, weil, wie gesagt, das ist so eine Endlosgeschichte. Also ich weiß nicht, fairerweise, ich weiß nicht, ob es eine Endlosgeschichte ist. Es kann sein, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich endet. Ach, das ist für den Wirtshäuser. Ich glaube, wir fragen bei dem Wirtshaus am besten mal nach. Oder einfach bei dem Wirtshaus, das liegt auf dem Weg. Was ist denn das für eins? Ach, in Samopesh. Können wir ja mal nachfragen. Ja, nee, wir gehen auf jeden Fall noch zu Herrn Divish, würde ich sagen. Ja. Und dann sehen wir mal weiter, wie wir die ganze Sache angehen. Ich meine, das Wichtigste ist eigentlich der Tribok. Wie gesagt, das mit dem Fleisch, wir könnten es machen. Wir könnten halt jetzt jagen gehen. Wir dürfen ja theoretisch sogar in den Thallenberger Wäldern jagen. Wobei jetzt wahrscheinlich noch nicht mal jemand uns wirklich, wirklich böse dafür wäre, wenn wir es tun. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist halt so eine Quest, die kann man immer und immer wieder machen. Und deswegen, was das Problem daran ist, man fühlt sich dann nicht so wirklich, als hätte man was geschafft, weil der einfach fragt, ja, bring mir mal nochmal Fleisch, das reicht gerade mal für einen Tag oder sowas.
Das finde ich dann irgendwie ein bisschen doof. Aber wie gesagt, ich denke, hauptsächlich ist es dafür da, dass man halt Geld kriegen kann. Ist das da Herr Hans Pferd? Ist der hier auch irgendwo? Kann ich ja gleich mal gucken. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ja, ich wollte mit dir reden. Wie fühlst du dich, Herr Divisch? Wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ich fühle mich schrecklich und meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach... Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? Was benötigst du, Herr? Ein Pfarrer und ein Arzt. Der nächste ist in Rovner. Aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Aber wozu benötigst du einen Pfarrer? Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben. Und all die Toten. Ich muss beichten. Alles Gute. Okay, dann schauen wir mal. Ich meine, in Rovna waren wir schon mal. Ob der jetzt Lust hätte, weiß ich nicht. Das ist eine ganze Weile her. Müssen wir mal schauen, ob der Lust hätte. Wir können natürlich auch gleich nach Uschitze. Das Problem ist, Uschitze ist irgendwie in der anderen Richtung. Ne? Ich würde halt lieber eigentlich... Was ich halt am liebsten machen würde, wäre wahrscheinlich hier... Obwohl, Rovna ist jetzt... Ach, da habe ich nicht mal die... Na gut, ich glaube, wir holen sicherheitshalber den einfach als Uschitze. Da können wir da dann fragen. Dann machen wir auf jeden Fall bei den Köhlern noch vorbei. Und dann, was ist das hier? Ach so, ach nee, okay. Ein Heiler aus dem Kloster, hat der nicht was von Rovna gesagt? Na gut. Ah, dann muss ich vielleicht doch nicht nach Uschitze. Das wäre halt ganz gut. Dann können wir hier vorbei und dann nach Sasau, weil wir wollen ja möglichst wenig Zeit verplempern. Wir müssen halt theoretisch noch mit Hauptmann Bernard sprechen, aber das können wir noch machen, wenn wir wieder zurückkommen, glaube ich. Das können wir, glaube ich, noch machen, wenn wir wieder zurückkommen. Ich wollte gerade gucken, ob Herr Hans hier irgendwo ist. Wenn wir schon mal hier sind, weil ich halt sein Pferd gesehen hatte. Deswegen war ich jetzt fast davon ausgegangen, dass der hier irgendwo rumliegt. So wie das bei ihm ist. Ich habe noch 90 Sattheit, das passt alles noch soweit. Na gut, auch nicht ganz so wichtig. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss und beim nächsten Mal werden wir uns um diese ganzen Aufgaben kümmern. Ich denke, wir werden als erstes hier lang machen, zu den Köhlern, dann zu dem Wirtshaus und dann rüber nach Sasau, in der Hoffnung, dass der Typ im Wirtshaus uns da was gibt, aber wir haben dem ja auch ganz oft geholfen. Und dann rüber ins Kloster, wir können ja auch hier in Ledetschko dann nachfragen. Können wir in Ratai auch fragen? Da können wir nicht fragen, aber in Ledetschko können wir dann nachfragen. Und dann halt rüber nach Sasau, wo wir dann einmal den Heiler uns besorgen. Im Notfall muss ich dann nochmal nach Uschitze, aber ich würde es halt bevorzugen, wenn wir jetzt nicht nochmal fünfmal hin und her durch die ganze Welt reisen müssen. Weil so viel Zeit haben wir auch ehrlich gesagt nicht. Aber, wie gesagt, das alles sehen wir erst in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, dass wir die Burg wieder zurück einnehmen, also wieder einnehmen können. Aber ja, ob das klappt, in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.